Moin. Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Kurzvideo. Hierbei tun wir bitte meine wunderschöne grüne Tasse bewundern oder grünes. Und dazu kommt ganz krasser Zitronenkrümeltee, nur von Experten empfohlen. Okay. Ihr seht. Es ist aber auch ein bisschen trügerisch, weil wenn du dann außen anfährst, auch wenn er komplett heiß ist, merkst du halt Gefühl von der Wärme. Bedeutet, ich habe mir vielleicht schon zwei, dreimal die Gusche angebrannt, weil ich bin halt von außen angewohnt, so wie ich es gewohnt bin, ich außen greife und so, checke, okay, wie ist die Temperatur, aber ansonsten ist dieses Glas sehr einfach, aber wundervoll. Ich weiß nicht, warum. Fuck it. Okay. Aber ansonsten, was hat Lay heute vor? Ich muss ein Bild fertig machen, was eigentlich Juli machen wollte. Person wird deswegen auch so eine Art kleines Weihnachtspaket bekommen, dafür, dass sie gewartet hat. Und es ist sozusagen ein Zombie-Biologe, sprich, ich werde versuchen, ein Labor von innen zu zeichnen bei Nacht. Kann nur gut werden, I guess. Und tut mir leid für die schwarzen Streifen am Rand, aber das Problem ist einfach, die Webcam ist quadratisch und nicht länglich. Bedeutet, wenn ich die komplett ziehe, dann habt ihr gefühlt 2 Zentimeter vom Bild. Deswegen müssen wir leider mit dem schwarzen Rand leben. Wenn ihr eine Webcam kennt, wirklich das komplette Quadrat aufnimmt, gebt mir den Scheißlink dazu. Mich macht das langsam kirre. Für mein Stream-Layout ist es genau passend, das Fenster, aber jetzt so für Aufnahmen, wo ich alles aufnehmen will, ist das ein bisschen pain in the ass. But try your best. Also von daher, lehnt euch zurück oder schnappt euch auch gerne einen Stift dazu. Und ich würde sagen, dann mal let's go. Ich hoffe, die schwarzen Balken stören nicht allzu hart. Ich hasse es. Ansonsten, zum Bildchen. Ich muss ja zuerst einmal muss ich, absolute Schande auf mich geben, weil dieses Bild steht seit Mai offen. Der Sommer war nicht wirklich erholsam oder gut oder keine Ahnung. It sucks sometimes. Aber es sollte jetzt hoffentlich besser werden. Weil ich jetzt auch wieder an der Waage stehe und erst Anfang Mitte Januar dann das Endgültige habe und dann vielleicht ab Februar aufatmen darf. Ich bete zu Gott, dass ich einfach nächstes Jahr meine Ruhe haben darf und einfach meine Sachen erleben darf, die ich mir halt wünsche. Also gewisse Conventions halt besuchen, meine Freunde, Auszeit für mich, an meinen Projekten arbeiten. That shit. Ich habe auf jeden Fall wieder die Schnauze voll von diesem Jahr. Ich möchte bitte mal ein Jahr haben, wo ich nicht die Schnauze voll habe. Okay. Grundsätzlich genug ja mal erstmal zum Bild. Also wie gesagt, es steht seit Mai offen. Tausend Dank an die Person, dass sie so fucking geduldig ist. Hat nie nachgepocht, ne? Ich war nur so, ich muss jetzt endlich mal dieses Bild machen. Wenigstens dieses Jahr. Und nicht erst noch nächstes Jahr. Das wäre ja der helle Wahnsinn. Und als Danke einfach dafür werde ich dann ein bisschen Milch von mir reinknallen. Also ich werde dir dann noch sagen, so hier, guck mal bitte rein, was gefällt dir? Und dann bekommt das einfach mit. Weil es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass man mir erst die volle Summe gibt und ich dann traurige 6 Monate brauche, bis ich mich dran setze. Deswegen würde ich halt einfach gern was zurückgeben und ich hoffe, Ihnen gefällt mein Merch. Es wäre sonst ein bisschen sad. Und das Interessanteste bei ihm ist halt einfach, er ist ein Zombie. Classic, coole Haut. Und dann hat er halt auch noch diese Einschusslöcher und dieses fette Loch in der Brust, wodurch du auch die Knochen siehst, was ein nettes Gimmick ist. Und an sich, das Character Design war jetzt nicht kompliziert, aber ich wollte auch ein bisschen mehr mit dem Hintergrund arbeiten. Er ist halt Biologe und Chemiker. Und dementsprechend habe ich mir gefühlt 500 Bilder von Reagenzgläsern und Tischen rausgesucht.
Und das Ding war halt, ich habe auch zu ihm gesagt, so, ich würde am liebsten einen männlichen Charakter machen, dass ich das ein bisschen mehr übe, weil ich kann die ja langsam, würde ich sagen. Also wird auch Zeit, dass ich die mehr übe. Ah, meine fettigen Haare sind immer wieder im Bett. Naja, nicht ganz fettig, sie könnten schlimmer aussehen, aber sie sind auch nicht frisch geduscht, seien wir ehrlich. Also allgemein, um mal kurz abzuschweifen. Ich habe derzeit wieder allgemein das Drecksproblem, mich hochzuraffen zum Duschen. Was ironisch ist, weil ich jetzt bis Ende des Jahres frei habe durch Umstände. Wer meine Streamies guckt, weiß Bescheid. Und eigentlich sollte ich somit die Ruhe und die Zeit haben, all meinen Stuff nachzukommen, mich ordentlich zu pflegen und so. Aber ich habe das Gefühl, es ist teilweise schlimmer, weil halt gewisse unerledigte Sachen in meinem Kopf rumpochen, wo ich teilweise nicht aktiv dran arbeiten kann, weil das mit einem Amt zu tun hat. Und zum anderen eine andere Sache, wo ich aktiv dran arbeiten kann. Aber die hängt wiederum mit der Amtssache zusammen, so dass ich sagen kann, so, ich bin ab Tag XY wieder einsatzbereit. Und selbst wenn, fange ich zwar jetzt wieder an, mich zu bewerben und umzugucken, aber ich es ist halt trotzdem, dass ich dann noch plus minus einen Monat noch krankgeschrieben bin. Und ich habe so ein bisschen Paranoia, dass es zwar dann ja heißt, aber dann wird es wieder anders besetzt und dann gucke ich wieder in die Röhre. Weil das hatte ich schon mal in der Ausbildung. Nachdem ich das zweite Mal die Prüfung gemacht habe, hatte ich eigentlich für Februar einen Job fix. Also mir wurde gesagt, so melde dich dann, wenn sozusagen deine Ausbildung rum ist. Wir halten dir so lange warm, dann kannst du direkt anfangen. Ja, ich habe den Brief bekommen, war am Boden zerstört. War so, okay, jetzt kommt der unangenehme Part, jetzt musst du anrufen und fragen, ob das immer noch geht. Naja, sie haben aus Versehen vergessen, mir Bescheid zu sagen, dass sie schon jemanden besetzt haben. Und ich so dastehe, so, warum? Es ist eine wichtige Info. Es ist halt absolut disgusting. Und ich habe halt dezente Paranoia, dass das wieder passiert. Ich will das nicht. Aber ansonsten ist ja nächsten Monat Dezember die schlimmste stressige Zeit. Ich hoffe, die wird dieses Mal für mich ein bisschen angenehmer, weil ich nicht arbeiten bin. Durch Umstände. Aber ich will halt diverse Pakete machen. Zum einen für meine Coffee-Leute, die bis dahin die 6 Monate voll haben. Und dann habe ich ja noch meine drei Freunde, denen ich auch noch ein Paket schicke. Und Januar habe ich dann auch noch mal 2 Pakete. Ja. Naja, und ab Februar theoretisch wieder arbeiten, wenn alles so funktioniert, wie ich es im Kopf geplant habe. Ich muss mal gucken. Das ist derzeit sehr vage. Oh Gott. Ich wünschte wirklich, es würde langsam mal einfacher werden zu atmen, blöd gesagt. Aber wenn alles gut läuft, dann wird hoffentlich nächstes Jahr erträglich. Ich habe Angst, es vorzuloben und dass dann die absolute Karma-Schelle kommt dafür, dass ich das zu sehr gelobt habe, bevor es da ist. Aber sagen wir, es wird erträglich. Sagen wir also im Bestfall, ich kriege für Februar den Job, den ich angepeilt habe, oder beziehungsweise bei den Bedingungen, die ich angepeilt habe, und kann dann meine ganzen Conventions machen und meine Freundin besuchen und so Stuff für mich machen und so. Das wäre ein Traum. Aber auch wenn wir jetzt schon November haben, nachdem ich so viel von mir erzählt habe, wie sieht denn bei euch das nächste Jahr aus? Was habt ihr da für Planungen? Ich habe meinen ersten Künstlertisch auf der LBM. Ich habe mit einer Freundin zusammen, haben wir gesagt, fuck it, wir holen uns jetzt einen Profitisch. Auch wenn die Gefahr besteht, dass wir das Scheißgeld nicht reinbekommen, ich will einfach endlich mal die Erfahrung haben. Ich habe jetzt zwischen 3 und 5 Jahre mich jedes Mal bei LBM beworben und ich war das erste Mal, war ich auf der Warteliste, Platz 30 oder so, also recht weit unten. Und danach war ich einfach nie wieder gesehen. Und ich will es einfach mal erleben. Und LBM ist meine Lieblingscon. Kann auch gnadenlos in die Hose gehen, aber wenn man es nicht versucht, kann man es nicht wissen. Weil es halt auch ein bisschen risky ist, weil es kann halt sein, dass
sozusagen das Jahr, wo ich mir jetzt den Tisch geholt habe, dass die Leute keinen Bock haben, wenn ich Arschkarte habe. Und dann hast du wenig Leute und dann sind es doch weniger potenzielle Leute, die vielleicht meinen Shit mögen. Und das dann vielleicht das nächste Jahr besser wäre, aber ich weiß nicht. Ich dachte mir so, alles oder nichts, ich muss jetzt endlich mal das ausprobieren. Ich habe keine Lust mehr zu warten und nie gezogen zu werden. Ich habe einfach keinen Lack bei Ziehungen. Aber ich werde trotzdem auch noch Dokumi ausprobieren, also mich da bewerben, aber ich bin ehrlich, ich bezweifle, dass ich gezogen werde. Ich habe da keine so große Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Ich würde es gern anders sagen, aber I can't. Aber ja. Ich habe so lange kein fucking Video mehr eingesprochen, dass das voll ungewohnt ist. Es tut mir leid für die ganzen Wartepausen. Aber ihr seht langsam, sein Arbeitsplatz entsteht, um kurz zurück zum Eigentlichen wiederzukommen. Und das Ding war, ich hatte zuerst überlegt, dass er nur blanke Metalltische hat, was an sich ja auch da ist. Aber dann wiederum dachte ich mir so, wenn er ein bisschen vielleicht mit Säuren rumexperimentieren will, könnte das auch ungünstig ausgehen, weil es zum Beispiel runterläuft. Also musste ich wieder an meine Realschulzeit denken, wo wir im Chemieunterricht diese Fliesentische hatten. Also wirklich so sehr flache Backsteine, sagen wir jetzt mal, als Tisch, damit du auch so eine Kante hast, dass wenn was ausläuft zum Beispiel, dass das nicht runterklatschen kann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stabiler ist als Metall, aber auf jeden Fall mindestens genauso stabil. Und zum anderen konnte ich so auch nochmal schön Perspektive einfangen durch die Rillen, dass ich die ja auch perspektivisch richtig ziehen muss, was dem Ganzen mehr Tiefe gibt, als wenn ich hinter ihm nur diesen blanken Tisch habe mit den Sachen drauf. Ich bin nämlich dabei, ein bisschen mehr statische Hintergründe zu üben. Da habe ich mich ja auch immer oft genug davor gedrückt. Ich habe zum Beispiel das letzte, ich glaube, das habe ich vor dem Bild gemacht. Oder direkt danach, ich bin nicht mehr ganz sicher, habe ich ein Barbild gemacht, wo ein Charakter hinter sich, also sie arbeitet an einer Bar, schenkt gerade einen Drink und hinter ihr ist eben so eine XXL-Wand, schrägstrich Regal, wo die ganzen Gläser und Flaschen drin sind. Und das war auch ein bisschen weird, so. Kennt ihr diese Angst mit diesen Strich nach unten ziehen? Ihr habt euren Fluchtpunkt und wisst, okay, da müssen alle statischen Linien hinführen. Aber dann habt ihr eben dieses Regal, das zuerst von unten nach oben geht und dann gerade. Und dann merkst du so, okay, jetzt muss ich den Strich nach unten ziehen. Und du hast einfach diese innere Unruhe nach, ich kann das nicht. Das erscheint mir nicht logisch. Also, es war irgendwie ein bisschen eine Challenge für mein inneres Ich, wirklich diesen fucking Strich durchzuziehen und zu sagen, so komm, nein, der Strich geht jetzt perspektivisch nach unten, da ist dein Fluchtpunkt. Aber ich meine, es gibt dafür einen schönen dynamischen Eindruck, weil du eben dieses zuerst hoch hast und dann siehst du, dass du halt sozusagen von dem Regal jetzt nicht mehr den Boden siehst, sondern oben die Kante. Das hat dem einen ganz schönen Dings gegeben. Hier hat leider kein Regal reingepasst. Ansonsten muss ich sagen, ist das eigentlich ganz cool, dass du so dieses Hoch-Runter hast. Es gibt echt einen schönen perspektivischen Fluss rein in jedes Bild. Aber ich meine, ich hätte theoretisch statt dem Hintertisch da so ein fettes Regal machen können, aber das wäre halt auch wieder statisch gewesen. Also nur gerade. Und das wäre dann auch boring gewesen. Da war es, glaube ich, besser, dass ich ihm einfach so einen Ecktisch gegeben habe mit zwei verschiedenen Oberflächen, was das Ganze vielleicht auch hoffentlich spannender macht fürs Auge. Und ja, seine Wuschelfrisur ist sehr goldig. Also auf dem Bild war die Frisur mehr oder minder komplett direkt nach hinten gegeht, aber ich habe die so ein bisschen aufgewuschelt, dass er auch so ein bisschen so mehr dieser chaotische Wissenschaftler wirkt, weil ich weiß nicht. Mir war danach. Aber ich habe auch, bevor ich das gelinert habe, habe ich das eben dem OC-Besitzer geschickt und meinte so, yo, passt das so? Und er war happy. Ich muss ihm dann jetzt noch das fertige Bild geben. Und ich hoffe, dann ist er auch happy. Und ich kann nicht genug Danke sagen dafür, dass er so fucking geduldig ist. Das ist wirklich der helle Wahnsinn. Ich habe mir so oft vorgenommen, dass ich ein Bild innerhalb von einem Monat schaffen will.
dann war ich schon so, okay, irgendwie schaffst du es nicht innerhalb von 3 Monaten, also meistens im Rahmen von 3 Monaten. Und jetzt haben wir 6 Monate erreicht. Es wird einfach schlimmer, schlimmer. Ah. Aber ich bin gerade routinierter dabei, meine kleine To-Do-Liste abzuarbeiten, also sollte es hopefully besser werden, I guess. Wusa. Und weil das bei Tageslicht noch vielleicht zu normal gewesen wäre, dachte ich mir so, ich mache ein bisschen mehr, sagen wir, Lichtdynamik, oder ich habe es versucht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich vielleicht bei manchen Sachen ein bisschen mehr Schatten hätte machen müssen. Und zwar, dass das Licht hauptsächlich von dem Fenster da hinten kommt, die ich gerade einzeichne. Und es ist nachts, deswegen relativ dunkel. Und ich finde an sich, ich habe eigentlich ganz gut geschadet. Aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen zu hell geschadet. Wir sagen einfach, es ist noch irgendwo eine Deckenlampe ganz, ganz leicht an, okay? Vielleicht seht ihr später, was ich meine. So, auf der einen Seite traue ich mich langsam mehr Schatten, aber ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, ob es wirklich genug ist für diese dunklen Szenarien, die ich mir vorstelle. Das Einzige, wo man es halt wirklich am krassesten sieht, ist dann bei seiner Haut. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der weiße Mantel vielleicht hätte noch dunkler sein müssen. Nur dann kam er mir ein bisschen zu dunkel vor. Deswegen habe ich es dann gelassen. Ich habe schon stellenweise nachgeschadet, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt so hell, ey. Aber it's tricky. It's fucking tricky. So dieses, du willst es nicht so dunkel machen, dass man noch was erkennt, aber du willst es logischerweise auch nicht so hell machen, wenn du dir schon so eine dunkle Lichtsituation aussuchst, um Atmosphäre aufzubauen. Ist es anstrengend. Aber durch das Lineart erkennt ihr jetzt langsam klarer die Kanten und da seht ihr auch dieses Loch in der Brust. Die Knochen kommen dann gleich eingezeichnet. Und er hat mehrere Augen auf dem Bauch. Der Charakter ist funny. Er macht Spaß. Aber den dürftest du halt legit niemals ein Oberteil geben, weil dann alles, was letztlich den Charakter ausmacht, würde halt darunter verschwinden. Und das wäre sad. Das wollen wir nicht. Und ich will eigentlich auch nicht, dass meine Fresse im Bett ist, aber ich musste öfters mal ein bisschen näher rangehen, um mich nicht zu verleinern. Weil wenn ich so viel mit Lineal und Liner arbeiten muss, dann wäre es echt arg, wenn ich mich da verziehe. Aber ich würde sagen, ich habe euch jetzt erstmal genug vollgequatscht. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Musik an. Vielleicht fällt mir später noch irgendein krasser Erguss ein, den ich euch mitteilen will. Dann hören Sie mich wieder. Aber ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es ist aushaltbar. Und ja, bis dann.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nakashima, Satoshi Kamiya, Akira Yoshizawa, Tadashimori, Henry Pham, David Brill, all you.
molested. Robert Link went in trollip. Oh, he got me shot. Outstoke and Pay in Chennai, Whitey West Side.